Rechtsverteidiger Sascha Rita darf doch noch auf eine weitere Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hoffen. Wie der Kicker berichtete, rechnet der 35-jährige Routinier selbst fest damit, noch einmal ein neues Arbeitspapier beim deutschen Vizemeister vorgelegt zu bekommen und ein weiteres Jahr auf Schalke spielen zu dürfen. Ich hatte bereits Ende der Saison gute Gespräche mit unserem Trainer. Er wollte wissen, wie meine Planungen aussehen, berichtete Rita. Stand jetzt läuft der Kontrakt des Defensivmannes Ende Juni aus. Für eine Erneuerung des Arbeitsverhältnisses bleiben dem Club und dem Spieler also nur noch wenige Tage. Laut Rita plant S04-Coach Tedesco eine weitere Saison mit dem beliebten Rechtsfuß. Tedesco habe ihm gesagt, dass er es begrüßt, wenn ich noch ein Jahr auf Schalke bleiben würde. Rita spielt seit 2015 für die Königsblauen und genießt bei den Gelsenkirchenern ein hohes Ansehen. Für ihn selbst steht fest, wenn man mich braucht, bin ich da. Ich bleibe sehr gerne. Seit über einem Jahr kein Pflichtspiel, sollten sich der Club und Rita wieder erwarten, doch nicht auf einen neuen Vertrag über eine weitere Spielzeit einigen können, würde es den Ex-Wolfsburger wohl auf die Trainerbank ziehen. Doch davon will er zunächst noch nichts wissen und lieber noch selbst im S04-Kader als aktiver mitwirken. Seinen letzten Einsatz für den FC Schalke hatte Rita übrigens im Mai 2017. Als Ergänzungsspieler sowie Trainingspartner gehörte er in den letzten Jahren aber fest zum Team der Knappen.